Oh Mann, so. Das ist ein Spezialvideo, was ich gar nicht machen wollte, aber es ist nicht anders möglich wegen CDF. Das ist echt nicht normal, dass wir mittlerweile, also der öffentliche Recht müsste es wissen, dass gemäß § 51 Urheberrechtsgesetz, Zitatrecht, Reaktionsvideos dazu gehören. Es wurde sogar von den großen YouTubern und von Kanzleien wie die Kanzlei Solmecke und Partner bestätigt. Tausendmale. Und jetzt tut YouTube mich zensieren. Okay? Ohne dass ich irgendwelche Leute beleidigt habe. Schaut euch meine Reaktionsvideos an. Ich versuche das zweite auch noch freizuschalten. Es ist nicht auszuhalten. Ich werde nicht berühmt, liebes CDF-Team. Ich werde nicht berühmt, weil YouTube mich Shadow gebannt hat. Auf höchster Stufe. Dass ich überhaupt existiere. Liegt einfach daran, dass YouTube einfach nur so den Antisemitismus-Stempel nicht bekommt. Ne? Also als polnischer Jude hat man es echt nicht einfach. Man wird sowieso schon geärgert und sowieso gehasst wie die Pest. Auch wenn es die Leute nicht zugeben. Die Taten sind letztendlich, worauf es ankommt. Die Taten. So steht es in der Tora drin und so letztendlich tut ihr euch letztendlich verhalten, liebes ZDF. Wenn ich nicht bewerbe bei euch und ihr seht das nicht oder ihr tut nicht darauf reagieren, dann Pech gehabt, macht mich zum Moderator, ihr macht an Bubble, ihr macht eine Sendung von GZ, ist alles gut und schön von den Gebühren, aber ihr tut das einseitig machen. So, ihr wollt einen Kompromiss machen, es ist zu keinem Kompromiss gekommen, ich habe es analysiert, ich habe das ganze Video mir angeschaut, es hat natürlich 4 Tage gedauert. Ich musste es bearbeiten, denn ich hatte es schon 3 Stunden fertig. Ich konnte es nicht einseitig machen. Das mache ich nicht. Ich bin nicht so ein Typ. Es ist wichtig. In allen Punkten. Verdammt, ich habe mir zu sehr aufgeregt. In allen Punkten zu erwähnen. Okay? Es ist wissenschaftlich, deswegen dauert das nicht so lange. Ich hätte auch die Punkte auspicken können. Bin nicht dafür verpflichtet. Das könnt ihr sehen, wenn ihr Gesetze lesen könnt, könnt ihr es klipp und klar lesen. Steht klipp und klar. Und es ist mir egal, ob das von Basser.de kommt oder von Jura. Das Gesetz kennt ihr. Also spielt euch nicht auf und sagt, das ist ein Fake-Gesetz. Es gibt es, das ist das Zitatrecht. Und dieses Gesetz sagt klipp und klar, das kann euch jede Kanzlei sagen, dass die Vervielfältigung, die Verbreitung, öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn. So, Nummer 1. Einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbstständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden. Wurde es. Auf dieses Thema Models ist wissenschaftlich zu reagieren. Deswegen ist es fast über 3 Stunden, das Video, fast 3 Stunden. So, Stellen eines, Nummer 2, Stellen eines Werks nach der Veröffentlichung in einem selbstständigen Sprachwerk angeführt werden. Ständig gemacht. Ich habe jedes Zitat, jedes erwähnt von jedem Herrn Kindler oder Frau Gagmar oder auch von Armin. Jedes. Dabei war ich auf keiner Seite immer neutral, habe aber natürlich auf meine Art das gemacht. Und ich bin halt eben so, wie ich bin. Wenn ihr Gefühle unterdrücken wollt, wollt ihr den Menschen nach Grundgesetz unterdrücken, legt euch mit mir nicht an. Ich schwöre euch. Das haben so viele Leute gemacht. Ihr habt keine Ahnung, wer ich bin. Und ich meine Macht, ich bin nicht wie Drachenlord. Tausendmal schlimmer. Viel, viel höher weiter wie der. Der Typ, der ist nothing. Ja, also, immer versuche ich im Frieden, weil mein Name steht dafür. Slavomir Andrzej. Das ist mein Name. Wenn ihr euch nicht merken könnt, schreibt ihn euch auf. Slavomir Andrzej. Ja. Und mein Name ist Slavomir. Das könnt ihr bei Wikipedia anschauen, habe ich für euch extra, ne? Ruhmreich, Dank, Frieden. Wir sind Friedenstifter. Wir wollen keine Kriege wie Putin, okay? So. Ich wurde halt nicht berühmt, weil ich nie mir von Millionen von Jahren aus Macht was gemacht habe. So, und dann ist wichtig, Absatz 3 von der Zitierbefugnis gemäß 1 und 2 umfasst, ist die Nutzung einer Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung des zitierten Werkes, auch wenn, jetzt seid ihr wieder... Auch wenn diese selbst durch
ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt ist. Okay? Also, vergesst es einfach. So, ich habe jetzt für euch, weil es geht an alle, die da schauen, für euch jetzt soweit freigeschaltet. Ich werde natürlich mich auch direkt für das andere Video stark machen, damit ihr sehen könnt. Ich bin jetzt in meinen YouTube-Studios, aktualisieren wir mal. Denn es ist nicht einfach. Das werde ich auch noch euch entsperren. Dann könnt ihr es anschauen. Leute, ich mache keine, wie alle YouTuber wie Tim, KuchenTV oder Morgenstern Standardvideos. Das sind wissenschaftlich analysierte Videos. Die kann jeder Anwalt, den ich kenne, ich kenne auch Anwälte, die sehen meine Videos an. Ihr könnt das Trillionmal bezeugen. Ihr könnt vor Amerika Court gehen, vom Weltgericht, und ihr verliert CDF. Ihr verliert. Don't do it. Es sind so viele Leute, die sagen, der sieht wie ein Clown aus, wie ein Sprung, wie ein Wichserkind, wie ein, der ist niemand, der ist unrasiert. Es gibt so viele Leute, die hassen. Genauso Idioten wie Putin. Stellt euch nicht auf diesen Protest. Bitte, ich verschont mich, verschont, ich bitte, meine wahre Macht zu zeigen. Ich wende ungern, sowas von ungern, diese Taktik an, die ich gelernt habe von meinem damaligen Dozenten. Ungern, wirklich so ungern, die Atombombentaktik, die SIF-Taktik. So ungern. Ich will niemanden vor Gericht sehen. Ich will mit niemandem streiten. Das ist einfach, das ist nicht meine Art. Was Putin macht, was der für Scheiße macht, das ist ein Kriegsverbrecher. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Und ihr solltet auch nicht auf dieses Protest euch stellen. Meinungsfreiheit müssen öffentliche Medien nicht nur, sondern auch KuchenTV und alle anderen auch in diesem Land aushalten können. Wenn nicht, dann wandert bitte aus in Länder, wo es das nicht gibt. Viel Spaß dabei. Und zwar von Putin. Dann könnt ihr gerne von mir zum Putin und ihr werdet sofort eingesperrt oder erschossen. Ne? Also ihr könnt die knallharte Tour von Putin bekommen oder die weiche Tour. Ich glaub mir, ich wurde von so viel, ich habe so viel Rassismus erlebt und so viel auch, was ihr macht. Es ist nicht normal. Ja. Die Debatte könnte ich auch in Einzelteilen machen, noch detaillierter machen und jedes einzelne Video reinschneiden. Aber ich denke mal, Reaktionsvideos ist klar, man reagiert auf den kompletten Inhalt und geht darauf ein. Ich musste leider, Leute, darauf eingehen, fast 3 Stunden, weil mir hat das nicht gefallen, was jeder da gesagt hat. Wir brauchen Schönheitswettbewerbe oder nicht, das ist hier die große Frage. Letztendlich, wir brauchen nichts abzuschaffen, was da ist und was Geld erwirtschaftet. Ja, abschließend zu meinem hier, was CDF gemacht hat, mein Fazit ist, wir brauchen Maurer, wir brauchen Dachdecker, wir brauchen Schreiner. Wir brauchen all diese Verschiedenheiten. Wir brauchen verschiedene Sachen, wir brauchen neue Ideen. Wir brauchen definitiv Friedensstifter, so wie ich. Und wir brauchen Leute, die für Gerechtigkeit kämpfen. Keine Putin-Leute. Keine, die was aufzwingen. Oder sagen, das muss sich was ändern. Muss sich nichts ändern in den Modelagenturen. Die Quote ist da. Wir können uns nach Quote richten, wie es die Sender machen, wie CDF und ARD und viele anderen, wie Sat1. Können wir auch nur nach Quote gehen. Machen alle und es ist verständlich. Ja, da, wir sagen, wir richten uns nicht nach Quote, sondern nach dem Licht. Aber dann müssen alle Manager halt weniger Geld verdienen. Man kann die Mitte finden. Ich kann euch das liebes CDF beibringen. Aber dazu müsst ihr mich einladen. Und ihr habt Angst von solchen Leuten wie mir. 100% habt ihr Angst. Ihr wisst ganz genau. Der Typ, der kann darüber reden. Aber wie er gut reden kann, argumentieren. Ich bin sehr, sehr, sehr gebildet. Bin auf sehr hohem Wissensstand. Aber es ist mir scheißegal. Meine Macht, selbst wenn ich heute 1 Trillion kriegen würde oder mich irgendjemand zum super, super Boss macht von der Welt, es wäre mir egal. Ich habe halt Nahtoderfahrungen gehabt, 2-mal, und es hat mich verändert einfach. Ich weiß, dass die Menschen hier in dieser Welt einzigartig sind. Wir leben einzigartig und wir sollten einander uns knuddeln, uns umarmen jeden Tag, uns knuddeln, die Backen knuffen und so weiter. Wir sollten wie kleine Babys sein, die in der Kindergrippe sind, Babygrippe sind und die Googie immer machen. Das sollten wir alle Menschen sein. Wir sollten nicht dem anderen irgendwas diktieren, das musst du ändern oder so. Bei einer Firma. Wenn eine Firma
dem Fall eine, wenn eine Firma zum Beispiel gewisse politische Themen hat oder politische Ansichten, dann kann man das nicht von heute auf morgen machen. Rassismus gab schon früher und ich habe das alles erlebt. Warum habe ich da nie ein Buch geschrieben, liebes ZDF? Warum habe ich nicht vor 100 Jahren was gesagt? Warum sollte ich? Glaubt mir sowieso keiner. Oder glauben Sie mir sofort die Geschichte, was ich erlebt habe? Ich habe halt richtig Rassismus erlebt. Und das war sehr, 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 leider sehr krass, was ich erlebt habe. Und ich wünsche es keinem Menschen. Darüber zu reden, das hat sehr lange gedauert. Ich muss das verarbeiten. Es hat jahrelang gedauert. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben über echten Rassismus. Falls ihr Interesse habt, das rauszubringen. Ich habe leider, weil ich mich zu aufgeregt habe, wieder Migräne, weil ich bin ehemaliger Epileptiker auch noch. Ich habe riesige Schmerzen, weil ich mich zu sehr aufgeregt habe wegen euch. Und weil ich mich jeden Tag fast aufrege, weil diese Welt so bescheuert ist. Und es ist leider wie der Bhakti auch leider und viele andere gesagt haben. Ja. Es ist einfach nur Luziferianismus, sage ich immer. Ich sage es direkt an, nicht für die anderen. Die anderen können es halt nicht erlauben. Und die Kraft, überhaupt zu überleben hier, in dieser kaputten Welt, die gibt mir halt die Tora. Das ist nun mal so. Die Tora und die Tanach, die Propheten, das sind für mich die, die Kraft geben. Die 613 Gebote, die können wir sowieso nicht alle einhalten, aber die meisten davon sollten wir uns halten. Mit jeder Rabbiner, wenn er aufrichtig ist, mir zustimmen. Aber egal, darum reden wir hier nicht. Wir reden einfach darum, dass wir auf der Welt, was jetzt gerade geschieht, richtig krass ist. Wir haben in Europa, wir haben diesen Krieg. Dieser Krieg, der ist da, von dem können wir nicht weglaufen. Sollte man Waffen schicken, sollte man Ukraine unterstützen? Das ist ganz klar, dass man das machen muss. Ich meine, der Putin ist ein Kriegsverbrecher, das wisst ihr ganz genau, ZDF. Er ist ein Kriegsverbrecher und er wird es auch sein. Er wird auch von heute auf morgen keinen Frieden machen. Ja, was soll man sonst tun, sagen die Frieden. Es gibt Leute, die sagen, nein, sich besiegen lassen, Ukraine ihm abgeben. Was abgeben? Hallo? Es ist, als würde eine Mutter einem das Kind, was entführt wurde, einfach dem Entführer geben und sagen, ja, du kannst mein Kind behalten. Ja, was denn? Natürlich kämpft die Mutter um ihr Kind. Natürlich tut sie als Beispiel gesehen, ja, muss ich das Wort Beispiel sagen, weil ihr sonst das nicht versteht, muss das Kind beschützt werden um alles. Ja, natürlich muss es gerettet werden und nicht einfach an den Entführer abgegeben werden. Und ihr wisst, dass ich recht habe. Und wenn selbst, wenn ihr euch hier jetzt das, was ich sage, verneint, werdet ihr gefickt von dem Universum. Ihr könnt gegen den Ewigen und die Boten die vom Ewigen nicht gewinnen. Könnt ihr nicht. Never ever. Es ist einfach so. Ich hab einfach gesagt, irgendwann wann mache ich Reaktionsvideos. Wenn mich viele Leute angefragt haben, liebes ZDF. Niemand macht solche Videos wie ich. Das ist nun mal so. Ich wünschte, ich hätte früher das Buch geschrieben. Ich wünschte, wir würden früher uns zusammentreffen und dann wäre ich Präsident der Vereinten Nationen geworden und dann gäbe es nur Frieden, Freude, Herkunft. Aber es ist halt nicht so gewesen. Das Leben schlägt verschiedene Wege ein. Und genauso ist es bei diesem Thema Models. Ich wurde von Models wirklich fertig gemacht damals, wenn ich auf Messen war. Ich wollte mich töten. Die haben mir direkt ins Gesicht gesagt, sowas wie du musst vernichtet werden, vergast werden. Das muss man sich mal geben. Dennoch, vor allem die hübschen Menschen haben mich geschlagen und sehr schlimme Dinge angetan. Und dennoch bin ich dafür, selbst die Leute, die nur Hass haben, weil sie sich selbst halt nicht lieben, dass man diese Leute, außer Putin, der Putin hat es so weit betrieben, der Putin ist verloren, den kann man nicht mehr retten, dass man aber die man retten kann, retten muss, unbedingt retten muss. Putin kann man nicht mehr retten, der Mann ist verrückt. Also macht's, bitte, ich flehe euch an, ZDF, macht nicht den Sith-Weg, sucht euch den Sith-Weg nicht aus, ihr werdet scheitern. Jede Kanzlei wird es euch, selbst eure eigene Kanzlei wird es euch sagen. Die werden sagen, Alter, don't do it. Macht es nicht, okay? Ich hoffe, ihr stellt die Videos, ihr lässt es 7 Tage ruhen.
ihr akzeptiert, was ich geschrieben habe. Ihr könnt ja, da, ich bin ja nicht Deutscher, ne? Ich kann ja keine Rechtschreibung, deswegen empfehle ich auch euch allen, mir bessere Texte im Hand, um ihn zu schreiben. Das ist links von mir, das ist rechts, habe ich halt, ne? Das ist halt da. Und da könnt ihr auch Diebel Wright, empfehle ich, könnt ihr da, ne? Das ist mein Name, das so heiße ich. Kann auch Geburtsurkunde geben, dass ich so heiße. Ich mache keine Witze. Ne? So, warum musste ich meinen Namen noch abschließend ändern damals? Weil viele fragen, ja, Moment mal, aber wieso steht das auf deiner Geburtsurkunde? Sagt das ZDF-Team, ja, wieso steht das Slawomir Andrzej? Und du bist ein Polackenschweinchen dick, ne, das, was ihr wirklich denkt, aber es ist okay für mich. Ja, weil ich damals umgebracht werden sollte von Leuten. Mehrere Male. Einmal war meine Mutter dabei, aber ich sie hat schon wieder vergessen, weil sie Alzheimer Stufe 1 hat. Es ist auch so in Deutschland, wenn die Alzheimer Stufe 1 nicht akzeptiert. Aber auch egal. Das Gesundheitssystem ist sowieso am Arsch. Ich kann nicht überall die Welt retten, wenn ich nicht der Präsident in einer Nation bin. Wenn ich Scholz Macht hätte, ich würde ihn bumm, Schnipp machen und alles wäre Friede, Feuer, Eierkuchen. Auf der ganzen Welt. Weil mich Macht nicht interessiert. Aber die Leute können das einfach nicht, weil sie nur in eine Richtung ganz, ganz klein alle Details sehen können. Ich kann es so oft beweisen müssen. Auf jeden Fall muss ich meinen Namen ändern, aber ich habe meinen Namen nie verleugnen, wer ich bin, Sie liebes CDF-Team. Ja, und das sollte man auch nicht machen mit Agenturen, die so wie Germany Next Topmodel oder auch Global Model oder anderes, die sollen bleiben. Ja, die müssen sich anpassen irgendwann. Ja, die wäre nicht schlecht, wenn es auch kleinere Frauen geben würde. Es gibt auch kleine hübsche Frauen, kleine hübsche Männer, kleine, große hübsche Männer gibt es auch. Es gibt auch sehr interessante Mischmasch in anderen Ländern, zum Beispiel ja, Models, die auftreten in Sendungen. Ja. Aber Heidi Klum kann man nicht den bösen Stempel analysieren. Das ist nicht richtig. Heidi Klum ist eine Geschäftsfrau. Heidi Klum sagt vorher alles. Hey Leute, du kannst nicht einfach den bösen Sam Connery, weil Sam Connery alte Ansichten. Das kannst du nicht bringen. Ja. Und die Vogue-Gesellschaft, die Licht in sich tragen, aber die Vogue-Leute einfach ihr Licht nicht akzeptieren, weil sie Angst haben vom Licht, aber nicht von der Dunkelheit. Ja. Wenn ihr mich verstehen wollt, bucht mich. Bucht meine Seminare. Lad mich ein, Markus Lanz oder Super Edition. Ich kann euch die Welt offenbaren, wie sie ist. Ja. Ich werde sogar das umsonst machen. Weil ihr könnt mir ein bisschen eine Spende bringen, wenigstens. Ne? Spenden darf ich annehmen. Ne? Und das ist es halt eben. Also, liebes CDF, das war's von mir. Ich bin eine Labertasche. Ne? Weltrekord im Guinness-Rekorderbuch würde ich reingehen. Wird kein anderer schaffen, so wie ich hier rede. Aber das ist halt meine Art. Ich hoffe abschließend, dass ihr wirklich als ja ein bisschen mich da unterstützt und nicht den Sethweg wählt, weil ich habe schon so viel auf dem Kopf. Ich habe mit meiner Vermieterin Probleme, ich habe mit dem Probleme und dem Probleme, ich habe eine Strafakte, weil die Bank mich verleugnen will, weil ich Geld nicht zahlen will, obwohl das Geld längst in der Insolvenz gelandet ist. Ich habe so viele Probleme. Dennoch reagiere ich normal und gebe euch den Frieden an. Ich gebe euch hier die Hand, die aus purem Licht besteht. Die Frage ist, ob ihr sie annehmen wollt. Don't do it, Leute. Auch an die alle, die schauen, ob ihr hier auf dem Kanal auf dieses Video gekommen seid, welche Gründe auch immer. Don't do it. Niemals Krieg. Niemals. Wenn ihr mit jemandem nicht klarkommt, mit eurer Schwester nicht, mit eurer Cousine nicht, tief Luft holen und dann einfach sagen, bevor... Ja, hier muss ich natürlich was sagen noch zum Schluss. Und zwar wollte ich sagen, wenn ihr mit euren Geschwistern oder irgendjemanden oder den, mit dem ihr streitet, nicht klarkommt, dann tief Luft holen, den Satz einfach sagen, hey, ich hoffe, du vergibst mir, dass ich jetzt diesen Raum verlassen werde, weil sonst werde ich irgendein Wort sagen, was ich bereue, was wir beide bereuen werden. Und daher verzeih mir, dass ich den Raum jetzt verlassen muss und frische Luft schnappen gehe. Und wenn ich wiederkomme, vielleicht können wir dann vernünftig über das Thema sprechen.
Ja, das war es eigentlich von mir. Ich wollte das jetzt auch nicht ausweiten. Ich hoffe, liebes CDF-Team, dass ihr das auch seht. Ich denke, andere werden das sehen und dass ihr es auch seht, dass ich Frieden Stefter bin. Das ist halt eben mein Name, Slavomir Andrzej. Und ich hoffe, dass ihr keine Rassisten seid durch Taten und auch keine Antisemiten, denn als polnischer Jude hat man es wirklich nicht einfach. Und ich rede halt nicht gerne über meine Sachen, weil ich nicht damit prahlen will und mein und Macht mir nichts bedeutet. Ich hoffe, das klärt sich. Ja, und das war's von mir. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und abonniert meinen Kanal nicht vergessen und liken und that's it.